Aufnahme starten. Mensch, ihr seid von Anfang an dabei, ja? Ihr seid von Anfang an dabei. Mitten, wenn es losgeht, so. Ja, okay. Dann starten wir starten erstmal wir holen erstmal den LKW, oder? Moment. Ich muss immer. Ich brauche noch. Irgendwann kommt bestimmt Routine, so. Tausend Sachen, die ich gleichzeitig starte, irgendwie. Oh Mist, ich habe mich leiser gemacht. Das wird jetzt laut. Haltet euch die Ohren zu. Bei mir kommt ja gar nichts. Achtung, jetzt kommt gleich der Farbenflash, erschreckt euch nicht, ja? Pink, Panther kommt. Ja, noch nicht. Ja, nee, noch nicht. Ja, aber gleich. Moment. Wollen wir nochmal mit dem Mod, mit dem Schneemod probieren? Aber vielleicht lag es ja gar nicht an diesem Schneemod. Vielleicht lag es ja auch an dem Soundmod. Könnte ja auch sein. Wollen wir es nochmal probieren? Nee, oder? Nee, wir probieren es. Nee. Wir lassen es mal, wir wollen auch mal ein bisschen fahren wieder, sonst kackt es wieder ab und sind wieder her. Ein bisschen fahren vielleicht, ein bisschen heute fahren, ich weiß gar nicht, wo wir. Irgendwie, ich hätte beinahe lächerlich mal ausrasten können. So größenwahnsinnig. Ach Mensch. Ja, was wollte ich sagen? Ist euch schon mal aufgefallen? Beim Hochladen ist mir das aufgefallen. Ich mache jetzt Livestream. Ja, wir hatten ja am Anfang, wo ich angefangen habe und schon ein paar da waren, da hatten wir mal das Thema. Mit dieser Zeitschleife, dass wir ja praktisch, dass ich in einer anderen Zeit lebe. Also ich war so diese Zeitverschiebung, ja, bei mir. Das Problem ist, wenn ihr länger dabei seid, dann werdet ihr ja in diese Zeitverschiebung mit hereingesogen, gezogen und gesogen, ja. Und mir ist jetzt mal so bewusst geworden, ich mache jetzt Livestream seit 16 Tagen. Könnt ihr das euch vorstellen? Seit 16 Tagen? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Wie die Zeit so vergeht? Völlig verrückt, seid mal ehrlich. Ja, also wer jetzt von Anfang an so länger dabei ist. Wie die Zeit so vergeht, oder? Man könnte jetzt denken, Mensch, die ist ja 16 Tage da. Ich bin ja 16 Tage da. Also ich mache hier nicht schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Verrückt, oder? Was wird das erst bis zum Weihnachten, wenn wir Weihnachten nennen? Also. Vor allen Dingen sind wir noch ganz am Anfang hier. Kommt man gar nicht so vor, oder? Seid mal ehrlich. Man sieht kaum was. Das sollte bestimmt eine Anspielung sein, dass wir jetzt die Sachen da wegmachen müssen. Richtig, Pascal? Lass mich raten, das war bestimmt eine unterschwellige Anschwellung, die, nee, eine unterschwellige Anmerkung, die dann anschwillt. Richtig? Das klingt ein wenig obszön. Genau, ich muss umschalten. Wir schalten wieder in den, wie sagt man, in den Arbeitermodus. Diet, diet, diet. Nein, da fehlt noch was. Hilfe, ich bin weg, ich bin weg. Nein, da bin ich noch wieder. Das ist irgendwie lustig. Irgendwie finde ich es lustig. Ich weiß, keiner hat keine Acht drüber, aber ich finde es lustig. Zack, zack. Jetzt ist schön, Pascal, oder? Ist jetzt schön. Der Text rechts, der muss ja bleiben für die Leute, die immer sagen, ey, du mach doch mal! Die immer so denken, dass ich irgendwie Pro bin oder so. Ja. Deswegen, der Text muss ja bleiben, leider. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lange wir den Text da und auch, wie der Livestream heißt, dieses Anfänger-Livestream-Dingsbums, muss ja auch erstmal bleiben. Ich frage mich, wann wir das wegmachen. Weihnachten oder so? Keine Ahnung. Wann mache ich das weg? Ab wann kann ich mich Livestreamer nennen? Hä? Ab wann? Ab wann darf ich mich Livestreamer nennen? Also ich lasse das mal noch. Tut ja nicht weh, oder? Tut nicht weh. So, Dashboard. Chat. Ich sehe meinen LKW gar nicht. Wo ist der LKW? Oh, Mensch. Eigentlich. Ah, ich wollte gerade sagen, eigentlich Venus hätte ja mit mir schimpfen müssen, ja. Diesmal war Pascal, glaube ich, unterschwellig mit geschwollene unterschwellige Stingsbums war er nicht, also schneller gewesen. Genau. Ist schon wieder echt spannend, Leute. Seid mal ehrlich. Was müssen wir machen? Wir müssen unsere Fähigkeiten erstmal verteilen, ja. Erstmal müssen wir die Schilder genießen. Auf eurer Seite. Wir müssen noch uns ein wenig gedulden, bis wir endlich Titanium haben. Ich muss mal sehen. Ich müsste eigentlich dann so ein Sondervideo machen, oder? Titanium-Sondervideo irgendwie. Bevor ich dann mit euch mache, vielleicht an dem Tag schnell noch irgendwie ein kurzes Sondervideo-Ding. So mit Vorstellung Titanium oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir es machen. Es muss ja was Besonderes sein, oder? Da kommt immer ein Titanium. Das ist ja was Besonderes.
Wie mache ich das denn? Das muss irgendwie besonders sein. Also für uns, die keine Ahnung so haben. Die anderen, die Eingesessenen, die kennen sich alle aus. Mensch, haben wir schon ganz schön gearbeitet, alle hier. Und wir bleiben dran an der hochwertigen Fracht, oder? Würde ich mal sagen. Denn wir wollen nicht immer nur Druckluftbehälter fahren. Die sind zwar wunderschön, wir stehen da total alle drauf auf Druckluftbehälter. Die sind auch sehr erotisch, weil die halt so viel Druck haben. Aber wir wollen auch mal Gummipuppen fahren, ne? Ohne Loch. So, Gummipuppen ohne Loch. Zack. Yes. Schauen wir mal, der Ordnung halber, wo schauen wir da mal? Wir schauen einfach mal, wir haben ja bestimmt nichts geladen, oder? Oh, Reparatur, ein bisschen reparieren vielleicht. Was kostet es uns? Leute, wir sind ja selbstständig. Schaut euch das an. Das 200 Euro müssen wir wieder bezahlen. Ja, guten Abend. Guten Abend, gute Nacht. Wenn der Schläfer erwacht mit dem Messer in der Hand. Ach nee, ist noch zu früh. Noch zu früh, wir haben noch kleine Kinder hier. Da dürfen wir solche Lieder nicht singen. Ja, da dürfen wir solche Lieder... Was ist hier? Warum kann ich nicht? Achso, nichts reparieren. Nix hier an dieser Stelle wird nichts repariert. Karte. Zweifelsfall. Nee, wir wollten. Na gut, dann schauen wir mal da ein bisschen. Ganz unauffällig. Wir schauen da mal ganz unauffällig rein. Die Queen, ich sag euch Leute, wir waren nur einmal da. Wir haben so einen guten Eindruck hinterlassen. Die ist so oft auf Number One. Das gibt's gar nicht. Ah, jemand könnte mal den Dings, der gerade gefragt hat, ne? Was ich bin. Was bin ich? Also nach dem Mensch bin ich ja, kommt ja lange nichts. Ich bin ja erstmal ein Mensch und dann kommt lange nichts. Und dann mal sehen, was ich da so bin. Venus schlägt gleich voll zu. Ben, was ist mit? Yes, Ben? Aha. Mensch, voller Betrieb da. Ihr macht ja schon wieder voll den Betrieb. Ich komme da ja wieder gar nicht mit. Ich komme nicht mit. Ich muss hier leider vor der Kamera, wie sagt man, vor der Cam, muss ich cammen. Ja? Ich muss cammen. Ich brauche einen Cam für meine Cam. Was redest du schon wieder? Ich verstehe dich nicht. Ich mich auch nicht. Deswegen rede ich ja. Damit ich mich verstehe. Katowitz. Ja, wir wollen ja nach da. Aber wir wollen auch nach hier. Vielleicht wollen wir auch nach da. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall wollen wir nicht nach dort. Das wissen wir. Wir gehen das mal raus, frische Luft. Wir gehen das mal raus, frische Luft hier schnappen. So, erstmal gucken, was hier draußen los ist. Und wo wir sind und wieso, wie ist das Wetter, wie und alles. Erstmal. Oh, wer von euch hat schon wieder den LKW benutzt? So habe ich den gestern Abend nicht abgestellt. Also wer von euch, ich habe extra noch gesagt, ja, mit wem muss ich jetzt wieder schimpfen? Hab da wenigstens Licht ausgemacht. Und Licht ist auch wieder an. Ich habe gestern noch zu euch gesagt, wenn ihr den LKW benutzt, bitte macht Licht aus. Ja, bestimmt hat da drin auch wieder alles. Mal gucken, ob drin alles gesaugt ist und ein bisschen sauber gemacht. Irgendjemand von euch war doch schon wieder auf Trebe mit dem Ding. Seid mal ehrlich. Wer hat schon wieder seine Freundin spazieren gefahren? Oder seinem Freund sogar? Oder der Freund dem Freund? Oder die Freundin die Freundin? Na, also wer nun? Wer oder alle zusammen? Mittendrin, drumherum und oben und drüber? Wer weiß? Also was habt ihr schon wieder getrieben? Ne? Was habt ihr schon wieder in unseren LKW getrieben? Lasst mich raten. Ich sehe das, ich habe drin eine Cam, ja. Ich guck die alten Aufnahmen. Ich sehe das, ihr habt bestimmt auch vergessen, die Cam auszuschalten in dem LKW. Das haben wir alles aufgenommen. Gucken wir mal rein, ob alles sauber ist. Ob irgendwo Lippenstift irgendwo, ja, so Lippenstiftküsschen irgendwo sind oder so, ja, kann ja sein. Ich trau euch alles zu. Nee, ihr habt da wenigstens noch sauber hinterlassen. Das ist schon mal sehr nett. Denn wir haben wieder eine lange, beschwerliche Fahrt vor uns, wenn wir fahren, das wisst ihr. Und wir, übrigens zu dem Thema habe ich das gestern noch gesagt. Gestern hatte Venus mich gefragt, was sagst du denn zu dem Zweiachser? Was findest du besser, Zweiachser oder Dreiachser? Nachdem wir überhaupt erstmal mit der Axt gelernt haben, ja, mit der Axt. Mit der WoW-Axt. Nachdem wir es mit der WoW-Axt gelernt haben. Oh, wird da schon was gebrannt? Geht es schon los? Pascal setzt erstmal die Horde ein. Für die Horde! Ja, Reddick. Also noch ist Reddick. Mein Bruder ist noch da. Irgendwann muss er auch wieder gehen. Aber im Moment ist Reddick noch da. Er hat Urlaub. Mein Bruder. Aber wie gesagt, wenn er dann wieder Filme machen muss. Ja, wenn er wieder Filme machen muss, dann muss er gehen. Dann bleibt er nicht mehr bei uns.
Und lass uns aber wieder zum Thema zurückkommen. Ja, wir schweifen mal ab. Plötzlich sind wir bei Dornröschen und dann kommen die sieben Zwerge und dann sind wir plötzlich gar nicht mehr bei ETS und dann sind wir auf einmal im Märchenland. Ja, ich merke schon, meine Stimme ist halt so richtig feminin. Jetzt könnte ich gut Rockabilly singen oder ich wollte gerade sagen, was flackert da hinten? Das geht schon wieder los. Der Hustensaft wirkt. Also, die Frage von Venus war gewesen: Was hast du lieber? Den Zweiachser oder den Dreiachser? Was magst du mehr? Und später, die Frage kam ja an, aber ihr wisst ja, Zeit ist ja hier relativ bei uns, wie ich immer sage, ja. Zeit ist relativ. Das heißt, es dauert eine Weile. Es kommt zwar an, aber es wird nicht verarbeitet. Es wird dann immer weggeschoben nach hinten, dann wird es geschleudert und gedreht, dann hochgehoben und wieder zurück und dann wird es eingepackt und eingetütet. Und dann irgendwann kommt dann die Post direkt zur Hauptzentrale und da wird es dann aufgemacht und nochmal nachgelesen. Ja, so geht das ungefähr. Und dann kam irgendwann die Post an bei der Hauptzentrale und die hat es dann aufgemacht und gesagt, oh, Zweiachser und Dreiachser, ja, habe ich das erstmal geistig gelesen sozusagen. Vor meinem geistigen Auge. Es ist erschienen wie eine Vision. Und ebenfalls dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und dann kam ja dieses diplomatische, wie sagt man, dieses diplomatische Verständnis, dieses Studiumverständnis. Und zwar, wir müssen die Frage umformulieren. Was hast du lieber, einen Dreiachser oder einen Zweiachser? Wir müssen die Frage anders stellen. Wir müssen sie neu modulieren, diese Frage. Und zwar müssen wir die Frage stellen, und da geht es wieder ans Lernen, ja, für die Anfänger, für uns. Was können wir jetzt wieder lernen? Und zwar müsste die Frage jetzt heißen: Wofür brauchen wir denn den Zweiachser und wofür ist der Dreiachser gut? Das ist jetzt hier die Frage, die wir nämlich nicht wissen. Wofür bräuchte man den Zweiachser und wofür den Dreiachser? Es muss ja einen Grund geben. Die gibt es ja bestimmt nicht ohne Grund, war es so schön ist mit den vielen Achsen und so. Es muss ja wahrscheinlich einen Grund geben. Und wir müssen herausfinden, wofür braucht man den Dreiachser, wofür braucht man den Zweiachser? Was ist da der Grund, dass es die gibt? Ist es wegen dem Wendemanöver? Ist es wegen, um mehr, dass der Auflieger, keine Ahnung, besser drauf liegt oder was? Oder keine Ahnung. Also was ist der Grund? Wo ist da, dass der, sagen wir mal, wenn wir die Fracht annehmen, zum Beispiel hier, jetzt gehen wir mal, jetzt haben wir ein bisschen genug frische Luft geschnappt, Moment. Also wenn wir praktisch hier die Fracht annehmen, wo wir uns die Frage stellen, was ist denn bei dieser Fracht besser? Ein Zweiachser oder ein Dreiachser? Hat das mit der Tonnenzahl zu tun? Jetzt im realen Leben. Wir wollen es ja real spielen. Also müssen wir uns real die Frage stellen, was ist denn jetzt besser, ein Dreiachser oder ein Zweiachser? Für was, wieso, weshalb, warum? Warum gibt es das? Das ist auch die interessante Frage. Also dann nicht praktisch nicht die Frage, welcher gefällt dir besser, sondern welchen brauchen wir, für was und wieso brauchen wir das? Ja, wenn wir es real jetzt denken, wir wollen es ja real denken und spielen. Also wofür? Wer weiß das? Wo kriegen wir diese Informationen außer bei Google? Was? Und wenn gibt's da? Stimmt. Da mal wieder, Pascal, wann gibst du das bekannt? Ich muss ja noch Schriften, ich muss noch schreiben, ja? Ich muss noch schreiben. Das, Pascal, du weißt doch, das ist ja schon wieder eine Wann-Frage. Und wann ist ja schon wieder eine Zeitfrage. Und wie wir ja wissen, Zeit ist relativ. Also hier. Wir sind gerade mal 16 Tage hier. 16 Tage bin ich hier, überleg mal. Das heißt, das ist verrückt, oder? Ich bin gerade mal 16 Tage, mache ich Livestream. Livestream. 16 Tage. Ich sehe es ja an den YouTube-Aufnahmen. Wir haben ja praktisch jeden Tag aufgenommen. Wir haben hier, stimmt ja gar nicht. Nee, warte mal. Wir haben nicht immer aufgenommen. Ein Wochenende war, glaube ich, da mal nicht auf. Genau. War das jetzt ein Wochenende oder zwei Wochenende? Nee, an einem Wochenende mussten wir ja aufnehmen, weil wir ja diesen Pink-Dings bekommen haben. Das heißt, wir haben ein Wochenende haben wir nur den Sonntag nicht aufgenommen. Bei dem anderen haben wir zweimal nicht aufgenommen. Das heißt, plus drei Tage noch, oder? Das heißt also 16 plus 3. Richtig? Dann wären wir ja, ne? Ein paar Tage länger schon da. Aber länger nicht. Länger nicht. Ja. Also das ist unsere Frage, die wir in der nächsten Zeit klären sollten. Wofür könnten wir, wofür brauchen wir einen Zweiachser, wofür einen Dreiachser? Spielt das überhaupt eine Rolle? Wegen Schönheit bestimmt nicht. Ich meine, die denken sich ja nicht einen Dreiachser aus oder einen Zweiachser, weil der Konstrukteur sich gesagt hat, hey Mensch, der Zweiachser sieht so scheiße und keine Ahnung, ich will einfach mal, dass da mehr Achsen dran sind. Ich denke mal, es muss einen Grund geben. Den müssen wir herausfinden, denke ich mal. Ja. Guten Tag, Engelchen. Guten Tag. Wow, das war so richtig feminin wieder die Stimme.
So, was machen wir? Was wollen wir eigentlich machen? Was machen wir jetzt? Ihr redet schon wieder so viel. Was machen wir denn, hä? Was machen wir? Was wollen? Hatten wir einen Plan? Hatten wir irgendeinen Plan? Und wir haben in Luxemburg, haben wir keine schönen Fotos. Da sind wunderbare Schiffchen und so. Aber das machen wir noch. Da fahren wir, wenn wir da kostenlos hinfahren. Wie war das? For free? Ja, wenn wir da auf eigene Tasche hinfahren, wir müssen da noch, wir brauchen Fotos aus Luxemburg. Mensch, das war eine schöne Gegend, oder? Seid mal ehrlich. Wir haben leider jetzt nicht so viel genießen können, weil wir ja so leichte Problemchen hatten. Aber es war schön, oder? Es war schön in Luxemburg. Schöne Gegend. Es gibt keinen Grund. Es gibt. Nee, es heißt, es gibt kein Bier auf Hawaii. Na, 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 na. Ich glaube, das Lied geht anders. Übrigens, genau, da fällt mir was auf, da wollte ich was sagen. Und zwar, ich habe doch gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Moment, ich muss mal gucken. Dieses, auch Monster Nummer 4 klappte nicht, wo ich das gesungen habe. Auch Monster Nummer 4 klappte nicht. Da habe ich gesagt, das ist von Frank Zander. War aber falsch, das ist gar nicht von Frank Zander. Ist mir später dann, als ich beim Hochlanden gucke, ich höre ich so zwischen, ob alles läuft. Da kommt zufällig gerade dieser Spruch. Ich denke, hä? Das ist doch gar nicht von Frank Zander. Also, wer weiß von wem. Naja, ihr kennt ja das Lied wahrscheinlich nicht ganz. Es ist auf jeden Fall nicht von Frank Zander. So viel ist schon mal sicher. Dieses Lied. Mehr verrate ich nicht erstmal. Servus, Servus. Grüß dich, hä? Servus, grüß dich. So. Was machen wir jetzt? Was wollen wir machen? Wir stehen ja auf diesem Hof da, in Pink. In Pink vor allen Dingen. Wir fahren einfach irgendwas, oder? Wir fahren irgendwas. Oder noch haben wir irgendwelche Verpflichtungen? Nö, oder? Wollten wir noch irgendwas machen? Nö. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein. Oh, da gibt es ja gar kein Geld. Es gibt kein Geld. Oh, überall die Queen. Ach so, ich habe Streckenlänge. Wir haben noch die Streckenlänge an. Mann, ist die, guck mal, was die euch geben. Guck mal, wie viel Geld die uns geben will. Junge, Junge, Junge. Und wieder Krieg. Krieg, Krieg. Nee, wir fahren die Traktoren, oder? Was ist denn das? Vorratstank? Es ist kalt. Ich habe die Frage schon gelesen, aber manchmal gehe ich auch manche Fragen nicht so ein. Ja. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen jetzt eine Fracht. Hude, Hude, Hude. Wir nehmen mal das, oder? Wir brauchen. Oh, ach so, ich habe gar nicht gesehen. Ne? Was? Wie? Wo? Wann? Nee, wir fahren da nicht hin und wir fahren auch nicht weg. Nee, nee. Oh, was für eine Strecke. Das ist ja einmal durch die Welt, Mensch. Einmal um die Welt herum. Was für eine Strecke. Und wenn sie nicht gestorben sind, fahren sie heute noch. Nee, nee, nee. Nee, nee, Schnucki. Nee, nee, Schnucki. Schnucki Queen. Schnucki Putzi, hä? Nee, nee, du. Nee, nee, nee. Nicht mit uns. So nicht. Aber ist ja alles. Das ist ja schon, guck mal hier. Wieder die Top 5, nur die Queen. Mann, die muss ja sowas von juckig sein. Das gibt's ja gar nicht. Wir kommen aber nicht. Nee, Mensch, wir kommen nicht, du kannst uns nicht bekommen. Naja, dann gucken wir halt nicht bei den Top 5 und gucken wir halt. Oh, das ist ja so, sag mir jetzt nicht. Oh. Das ist ja schon, wie heißt es? Sanktionen, das sind ja schon Sanktionen, das ist ja schon, oh, das ist ja alles GB hier, das ist ja, ab hier geht's erst los, das sind ja schon, die Queen hat Sanktionen erhoben, wie war das? Das gibt's ja gar nicht. Von Frankreich nach Polen. Mit Druckluftbehälter. Ja, schön. 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 Ja, wir lieben Druckluftbehälter. Ja, klar. Ist klar. Druckluftbehälter. Druckluftbehälter. Und dann erst Jahre später kommt ein Raupenbagger. So. Wir brauchen ein bisschen Geld, weil schließlich kommt ja am Donnerstag Titanium. Und wenn wir umsteigen, und ich hoffe, es klappt mit dem Profil alles, ansonsten müssen wir halt unser Geld rübercheaten, keine Ahnung. Also unser ehrlich verdientes, hartes Geld müssen wir dann halt rübercheaten, wenn es sein muss. Aber es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Deswegen brauchen wir, dass wir, wenn wir dann schon, muss man mal sehen, wie wir dann fahren. Holen wir dann wieder den Iveco? Ich glaube ja. Denn unser Mitarbeiter, wenn wir richtig mal den nächsthöheren kaufen, der soll ja dann mit dem Iveco anfangen, unser Mitarbeiter, oder? Ganz klein so. So wie wir uns auch, wir haben ja auch alle ganz klein angefangen. Ganz klein mit Hütchen
sogar, glaube ich, ohne Hütchen, haben wir ja angefangen, ja? Mit einem Apfel und einem Ei und manchmal noch eine Käsestulle dazu. Was gibt's denn? Oh, ich muss mich benehmen, Leute. Die Kontrolle ist da. Die Kontrolle ist da. Grüezi, grüezi Ball, grüezi Ball. Die Kontrolle ist da. Die Polizei. Der Mut aus der Hölle ist da. Ey, genau, soll ich euch das mal vorspielen? Pass auf. Das spiele ich euch mal vor. Achtung, ich kann es leider. Ach nee, wir nehmen ja noch auf. Das kann ich nicht, weil dann ist wieder lizenztechnisch und so. Gibt es dann wieder mit dem Hammer auf den Kopf. Ich darf ja nicht so viele Lizenzrechte verletzen. Deswegen kann ich euch leider. Ich kann es euch leider nicht vorspielen, weil wir nehmen ja noch auf. Leider nicht. Schade, ich hätte euch jetzt was gerne vorgespielt. Aber leider, leider. So. Muss ich irgendwas machen? Bin ich glücklich? Solange ihr nett und freundlich bleibt, bin ich glücklich. Ja, dann sind wir alle glücklich. Genau, Pascal, fahr mal, lern mal LKW, also üb mal LKW fahren. Du weißt. Gut, dann nehmen wir halt das, also alles, was danach irgendwie kommt. Wir fahren also dann ja. Wir brauchen ja ein bisschen. Was ist das hier, oder? Diese. Nicht da. Wo waren das jetzt? Das, das. Achso, wir sind schon wieder auf der ersten Seite. Das hier. Das sind wie viel? 1300 Kilometer. 1300 Kilometer. Das wird anstrengend, Leute. Seid ihr alle bereit? Seid ihr ausgeschlafen? Du musst zuerst nach Berlin tippen. Ah, da kommt. Das war. Wer hat den Tipp gegeben? Bavarien, oder? Übrigens, warte mal, das heißt doch Bavarien. Bavarien? Hat das etwa mit dem legendären Spiel zu tun, Barbarien? Barbarien? Es hieß Barbarien, oder? Es hieß nicht Barbarien, sondern es hieß Barbarien. Kennt das jemand? Das war ein Spiel, Leute. Das, genau, das ist wieder meine Zeit, ja? Dieses Barbarien. Da hieß es Köpfe abschlagen. Das war so 2D. Ich glaube, es war ein 2D-Spiel. Barbarien. Also nicht Barbarien, sondern Barbarien hieß es, glaube ich, ja. Mit so einem Herkules-Typen, also der sah cool gestylt aus. Cool, cool, ja. Cool und so. Und dann eine Frau, war eine Frau. Eine Frau war es auch mit so einem Schwert. Am Anfang, so am Eingang stehen die so. Dann kannst du dir aussuchen, willst du Frau oder Mann nehmen? Und dann geht's los, dieses Spiel. Barbarian. Müsst ihr mal bei Google eingeben, Barbarian. Barbarian. Hey, ihr macht alle immer diese Sonderbildchenzeichen. Brauche nicht üben. Bin Profi. Oh, Pascal ist Profi. Bob. Bob. Ja, Barbarian und was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas. Ah ja, jemand hat gesagt, du musst auf Berlin klicken. Seht, wer war denn das? Genau, das war Dings, genau. Berlin. Ach so, ja, jetzt wo du es sagst. Jetzt so langsam, ja, jetzt materialisiert es sich in meinem Kopf. Ja, da war es hier. Es wird dann eingepackt, getütet, irgendwann wird es auch. Diesmal wurde es ein bisschen schneller gelesen. Ja, stimmt. Beinahe, oh Mann, beinahe hätten wir keine Ahnung. Da hätten wir, warte mal, von grün nach rot haben wir gelernt. Von grün nach rot, dann hätten wir erst da hinfahren müssen. Oh Mann, das hatten wir auch schon, das Thema. Wir haben ja auf unserer Was-mache-ich-falsch-Liste haben wir ja schon sehr viel draufstehen. Ja? Was mache ich richtig? Da haben wir noch nicht so viel draufstehen. Aber was haben wir alles falsch gemacht? Da haben wir schon eine große Liste. Wir haben alles gefunden, was man falsch macht bis jetzt. Ja, dann, oh nein, sag, bitte lass jetzt nicht nur die Queen da sein. Dann fahre ich gar keine, fahre ich woanders hin. Dann fahren wir woanders hin, wo man was bekommt. Naja, ist alles nur noch Queen. Sanktionen. Hypnosvolk wird mit Sanktionen behängt oder so. Preise. Dann schauen wir mal. Das ist klar. Warte mal, dann ändern sich die Welten. Oh Mann, was für ein Abzug. Von grün nach rot. Neulich ist mir aufgefallen, wir waren neulich in Berlin und wir waren gar nicht auf unserem Platz mit unserem LKW. Mensch, wir müssen noch mal hinfahren. Wir gucken einfach mal, oder? Bevor wir jetzt unsere Fracht abholen, einer muss wieder reingehen, die Frachtpapiere holen. Wer holt denn die Frachtpapiere? Dings hier, Barbarien holt die Frachtpapiere. Jetzt fange ich an zu stottern. Leute, ich fange an zu stottern. Wo soll das hinführen? Ich stottere, ich stell mal vor, jemand, der schnell redet und stottert. Oh Mann, das wird abgefahren. Das wird abgefahren. Okay, jetzt ist richtig. Haben wir aber Glück. Das war gut, dass wir den Tipp bekommen haben gerade. Ja, war gut. Okay, ich habe ein bisschen Angst.
Und ihr seht keinen Pink LKW, ja? Ihr seht keinen Pink LKW. Der ist immer noch lippenstiftrot. Ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin zum Fahren. Und wir müssen auch noch schlafen. Da müssen wir vorher auf so ein Werkstattdings da fahren, auf diesen Dingsbums. Ist das jetzt zu laut? Moment. Nee, ich mach mal mit Kopfhörer, oder? Ich mach mal mit Kopfhörer, dass ich ein bisschen mehr Schaltung höre. Damit ich mal wieder ein bisschen anständiger fahre, oder? Weil ich glaube, gestern war ganz schön dramatisch, seid mal ehrlich. Gestern bin ich gefahren, als würde ich den ersten Tag ETS fahren. Also gestern, wer gestern zugeschaut hat, wird, es geht wieder los, sie mutiert wieder, sie verwandelt sich wieder back to the roots oder sowas. Sehe ich hübsch aus? Bin ich so hübsch? Na, 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 na. Kann ich mich noch reden hören? Ich muss mich rhetorisch reden hören. So. Da muss ich meine Quäke voll aufdrehen. Piep, habt ihr das gehört? Miep, miep. So. Ich höre, ich kann hören. Jungs, wir müssen das mal den. Einer von euch hat ja vergessen, das Licht auszumachen. Ich frage mich bloß wer. Spongebob vielleicht. Spongebob könnte es gewesen sein. Vielleicht war es auch Bavarien. Könnte auch Bavarien gewesen sein. Also. Das werden wir nächstes Mal herausfinden. Drück mal die Knöpfe. Drück mal auf die Knöpfe. Warum geht das nicht aus, das Licht? Achso, das spiegelt nur. Ich dachte gerade, da ist er. Der Hustensaft. Geht das jetzt an zu wenden? Ups, Mensch. Mensch, wir müssen mal Lichter machen. Dich, dich. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ein Nickerchen machen. Ein Nickerchen in der Nacht. Wie reimen wir das weiter? Oh, gehen wir mal. Hat jemand von. Wir müssen mal schauen. Doch, die Scheiben habt ihr geputzt. Das war gut. Wir müssen erstmal schlafen. Das heißt, da wo das Fragezeichen muss, da müssen wir hin, oder? Und wir haben ja auch gelernt, da wo alles grau ist, das haben wir noch nicht erkundet. Ja, das kann man nämlich hier sehen, ja, für die YouTube-Leute wieder. Wenn man hier zum Beispiel schaut, habe ich durch Zufall entdeckt, kann man sehen, erkundet. 32% haben wir erkundet. Also fast fertig, kann man sagen. Ja, durch Zufall ist mir das irgendwann mal so, es strahlte so in meine Richtung. Da was steht da? Und da habe ich gesehen, erkundet. Ja, und dann hat es auch blitzartig im Kopf, ja, das ist mir, aha, dann gemacht, ja. Und, genau. Schaut mal mit dem Fernsehturm. Ach ja, wir wollten noch. Können wir nee, in unserer Werkstatt, in unser Dings können wir nicht schlafen, oder? Auf unserem Platz. Auf unserem eigenen Hordenplatz. Da können wir nicht schlafen. Übrigens für alle, die neu sind, schaut mal, ja. Vorne die Schilder. Für euch, wo ihr sitzt immer, ja, wo ihr alle sitzt. Immer wieder schön. Und denkt dran, der LKW ist lippenstiftrot, ja? Denkt da bitte dran. Wir ignorieren ihn einfach. Ich wollte gerade sagen, sind wir im fünften angefahren? Weil es ging so leicht, aber ist ja jetzt so. Ich schalte übrigens mit Absicht jetzt mal schneller, ein bisschen höher, damit es bei euch nicht so stresst mit dem hochtourigen Fahren. Weil hin und wieder fahre ich ja den Gang etwas leichter, etwas höher aus. Hey, der Blinker geht ja. Achso, ich wollte gerade sagen, warum geht der Blinker so schnell? Sonst war. Achso, Mensch, ich wollte gerade sagen, hä? Ich wollte gerade abbiegen, aber wir müssen ja noch. Ich höre den Motor nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hätte gern so ein Motorgeräusch, wo man so einen richtig kräftigen, satten Sound irgendwie so hat. So. Genau,
Genau, hier geht der Blinker wieder schneller, war bei den Evico, das war wirklich. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, dich wundern, ich habe wieder Hustensaft genommen. Es kann sein, dass die Reaktionszeit gleich wieder mal null ist. Null nicht im Sinne von schnell, sondern null im Sinne von gar nicht. Aber ich muss da rum. Jetzt. Entdeckt? Wir haben den jetzt erst entdeckt. Komm, wir wollen es mal donnern hören mit dem Fähnchen, so wie es so schön wedelt, ja, und dann donnert es dabei. Habt ihr gehört, wie es ausgeht? Mann! Übrigens, nee, auf den Soundmotor haben wir ja wieder rausgenommen. Das ist also der normale Sound wieder. Cool, oder? Wie ist dieser Spiegel auf dem Boden, dann ist die Farbe halt nicht so. Schade, ich dachte, wir können es dazustellen. Doch, da. Das war geil. Ihr habt ja sogar die Felgen wieder geputzt. Sehr schön. Habt ihr gesehen gerade? Voll gut. Was? Nee, wir stehen doch noch gar nicht richtig, Mensch. Wenn wir schlafen, stellen wir uns auch richtig ab. Ja, es wird so. Absolut geil. Absolut geil. Übrigens, ich wollte noch was sagen, genau, noch nehme ich ja auf. Und zwar zu dem Thema mit den Modes, ja, da meinte ich ja, ich will mich dann anmelden, dass ich mich da auch bedanken kann, um es da vielleicht noch was drunter schreiben, danke für die Arbeit und alles Mögliche, bei den Leuten, die halt diese Modes zur Verfügung stellen und das, wo man es runterladen kann. Weil meistens lade, dass man so, also nicht nur mal nehmen, sondern sich auch bedanken. Also da irgendwie liken und was drunter schreiben. Cool, Dankeschön, toller Mod und sowas alles. Aber ich habe mir gedacht, ich packe da noch einen drauf. Ich werde dann von den Leuten, die diese Mods gemacht haben, das werde ich hier irgendwo einblenden oder schreiben. Also am Anfang oder sowas. Oder irgendwie, damit die zu Ehre, da sozusagen Ehre wem Ehre gebührt, ja. Wenn Leute sich so Mühe machen wie mit diesem Wintermod, dann muss man die irgendwie bekannt machen irgendwie, ja? Finde ich jedenfalls. Weil die haben sich ja so viel Mühe gegeben und alles. Ich finde, da muss man einfach noch ein bisschen mehr machen als nur liken und Danke sagen. Einfach mal, vor allen Dingen als wenn man Livestreamer ist, denke ich mal. Weil immerhin durch diesen Wintermod können ja die Zuschauer auch das sehen. Ja, die sehen das, sie freuen sich dann mit. Also das heißt, es freuen sich ja noch viel, viel mehr Leute darüber und über die Arbeit, die dieser Modder gemacht hat. So, und da bin ich der Meinung, dann sollten alle anderen das auch mitbekommen, wer das gemacht hat. Also nicht nur, dass ich es weiß, sondern dass die Zuschauer das auch wissen, weil die erfreuen sich ja mit dran und damit der zu seiner Ehre kommt, derjenige, der es gemacht hat. Also Ehre, wem Ehre gebührt, sage ich immer. Ja, wer sich die Mühe macht und die Arbeit, Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist mein Motto. Deswegen muss ich dann sehen, wenn ich dann irgendwelche Mods benutze, Mods, dass ich das irgendwie so mache, dass man auch weiß, ey, von wem ist denn das überhaupt? Und nicht einfach nur benutzen, sondern zumindest, wenn man im Livestream macht. Wenn man es für sich selber macht, spielt es ja keine Rolle eigentlich so. Dann reicht es ja, wenn man ja liked und sich bedankt, ja, dass derjenige Anerkennung bekommt, um Mut noch mehr zu machen und sich auch bestätigt fühlt, dass er nicht, also nicht einfach nur runterladen, sondern dass er auch Bestätigung bekommt und Feedback und alles und so. Damit er noch besser werden kann und noch mehr, vielleicht mehr macht und Spaß, auch selber Spaß am Moden hat. So, deswegen, aber wenn man Livestream macht, finde ich, sollte man das noch ein bisschen mehr pushen, die Leute, damit man sieht, hey, guck mal, dieser Livestreamer, der benutzt sogar meine Modes und so.
voll cool und die Leute können sich mit dran erfreuen und die wissen, von wem es ist. Das finde ich cool, die Idee. Ist mir gestern auch mal so durch den Kopf gegangen, als das Thema, ich glaube, gestern hatten wir dieses Thema. Genau, es war ja mit dem Wintermod, wo wir dann abgekackt sind, wegen wieder bei diesem Versionsspind, also nicht wegen dem Mod, denke ich mal. Und damit halt Ehre wem Ehre gebührt. Das ist einfach mal so. Also mit allem, was ich irgendwas zuladen werde oder sonst irgendwas, muss ich irgendwie bekannt machen, von wem es ist. Hundertprozentig. Weil ich ja Livestream mache, das heißt, andere sehen es ja auch. Und die wissen gar nicht, von wem es ist oder wieso, weshalb, warum, dass man da irgendwie mal eine kleine Anekdote drüber redet oder sowas. Ich meine, manche Moder wollen wahrscheinlich lieber ihre Ruhe haben und wollen geheim bleiben oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass es so breit getreten wird. Aber man muss ja auch wenigstens das mal erwähnen, wenigstens irgendwie. Was will ich jetzt eigentlich? Was wollten wir? Wir wollten zu unserem Platz fahren. Wo ist unser Platz? Dieses Pink-Ding da unten, oder? Ist das unser Platz? Wo sind wir? Da habe ich schon wieder da. Habe ich was verpasst? Köpfe abschlagen. Ah, achso. Bob hatte ich noch gelesen. Hallo. Nils ist auch da. Oder wieder weg, weiß nicht. Das ist ja schon lange her schon wieder, dieser Text da. Ja, das mit dem Sound, deswegen wollen wir ja den Scania. Wir hatten ja die Wahl zwischen Volvo und Scania. Und viele meinten, kauf mal den Volvo. Und ich meinte, ich will aber den Scania haben, weil wenn du draußen bist, hat diese Standard-Scania-Version, hat die schon draußen einen schönen Klang. Ja, von drinnen ist der Volvo, macht dich ein bisschen glücklich. Und von draußen macht dich aber der Scania glücklich. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Das haben wir sogar, glaube ich, auf Video sogar. So, wir müssen, wo ist unser Dings? Nee, Pink, da sind wir ja schon drauf, das kann das ja nicht sein. Wo ist unser Zuhause hier? Wo wohnen wir? Oder ist es hier irgendwo hinter uns? Wo müssen wir hin? Wer weiß es? Wo ist hier unser Zuhause? Auf der Karte sehe ich jetzt das nicht so sonderlich, muss ich mal sagen. Moment. Das muss ja eins von diesen erkundeten Feldern da sein. Das heißt so oder so rechts rum. Da war gerade was mit dem Häuschen zu sehen. Oder? Brrr. Vor dir rechts. Ach ja, jetzt. Ich habe jetzt noch. Ich sehe es gar nicht, aber jetzt. Ich hatte ja noch in dem einen Video, sage ich es ja noch. Hey, wir sind ja genau gegenüber von dem Mannhändler. Ja, ich hab's ja selber damals noch gesagt. Ach ja. Kennt ihr das? Wo ist das? Da ist es direkt vor deiner Nase. Da ist es wieder. Stimmt, ich habe ja selber noch damals gesagt, Mensch, wir haben ja direkt vor dem Mannhändler haben wir unser Hordenlager. Jetzt, wo ich es lese, wird es mir bewusst. Ja? Jetzt? Ja, da hinten, da sind wir doch da, Mensch, Leute, da. Das habt ihr nicht mitbekommen. Ich habe das nicht gefragt. Peinlich. Nein, ich wollte euch nur mal testen. So. Warum sind eigentlich... Wer hat von euch die Scheinwäsche angemacht? Komm, seid ehrlich. Wer hat mich schon wieder geärgert? Wenn wir schon mal zu Hause sind, ne? In der Mutterstadt, müssen wir auch mal raufgehen. Mal heraufschauen. Herein, herauf, heran, herum. Da stehen ja Autos. Standen die da schon immer, die Autos? Standen diese Autos da schon immer? Sind das unsere Autos? Und wenn ja, was fahren wir da für Autos? Lasst uns mal kurz... ein leichtes Zucken gerade als dieses Tor. Ich dachte, jetzt geht das Tor auf und die Horde kommt raus. So, was fahren wir denn da? Was haben wir denn? Was ist das? Wer kennt diese Automarke? Was ist das? Wer weiß es? Wer... Welche Automarke? Audi? Ne, da hat man ja diese Ringelchen-Dinger. Audi Quattro. Wer von euch ist ein Autofreak? Also eigentlich müssten jetzt alle Jungs sofort da, der Chat müsste... Ja, die Jungs unter euch müssten sofort anspringen. Hey, das ist doch ganz klar, Mann. Das ist ein tiefer gelegter Lamborghini. Oder sowas. Ford Focus.
Ford Focus. Beide? Sind das beide? Warte mal, ich guck nochmal. Sehen ja beide ziemlich gleich aus, oder? Ne, der andere hat vorne so ein anderes Gitter. Fliegengitter. Sind das beides Ford Focus? Nee. Und der weiße ein Audi. A3. Nicht jetzt, weil man sieht gar keine Ringe oder sowas. Wir fahren mal. Mach mal doch. Wer hat von euch das Licht schon wieder? Also ihr. Wenn wir rankommen, sehen wir es nicht. Moment mal. Audi A3. Bavarien hat es gewusst. Ich glaube, Bavarien, da gibt es sogar, glaube ich, auch irgendwas mit Kino. Bavaria. Bavaria Kino-Dingsbums irgendwas. Bavaria, da war was mit Kino noch. Kino, wie war denn das? Bavaria Filmstudios oder sowas? Ja, Bavaria Filmstudios oder sowas, glaube ich. Lizenzrechte. Ah ja, wahrscheinlich. Ah ja, genau. Deswegen keine Ringe. Hey, wollen wir einmal durchfahren, dann fahren wir hinten da raus? Kommt schon. Ich höre sie schon wieder. Fahr! Wir fahren noch, wir rollen noch schon. Das ist doch schon fast wie fahren. Und ihr habt immer noch nicht Ordnung hier gemacht. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen die Ärmel hochkrempeln. Das muss für die Kunden ja anständig aussehen. Und ihr habt nichts gemacht. Ihr habt ja, bestimmt wart ihr alle im Lager, habt da rumgeknutscht, euch ausgezogen hier und alles, diese Spielchen. Ich wette, dass ihr das gemacht habt. Keiner von euch hat draußen aufgehört. Ihr habt alle drinnen wieder hier Kusseinkriege gespielt und sowas. Ich kenne euch doch. Komm, gib's zu. Gib's zu. Ich höre das ganz schwach nur. Also letztes Mal, wo wir zum ersten Mal hier auf unseren Hordenhort waren, da habe ich mich total, das könnt ihr sehen im Video, könnt ihr sehen, da habe ich mich total erschrocken. Da war es total laut, aber diesmal total leise irgendwie. Warum ist das so leise? Ich habe doch voll aufgedreht. Ja, ich habe volles Rohr, wie man so schön sagt. Ja, ah, siehst du, Bavaria Filmstudios. Genau, warte mal, Bavaria Filmstudios sind doch in Berlin, oder? Sind die nicht sogar in Berlin? Na klar, ich glaube, ich war da schon mal sogar. Wie sind die Bavaria? Das war, du bist ziemlich weit rausgefahren, ein Stückchen außerhalb von Berlin. Das ist es nicht sogar? Ich war da schon mal gewesen damals, wegen Vorstellungsgespräch. Das ist aber schon 1000 Jahre her. War das Bavaria? Oder heißen die anders da draußen? Wie heißen die denn da draußen? Aus einem Stückchen von Berlin raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Was sagt er da? Drücken Sie folgende Taste. Was ist bei mir in der Nähe? In München? Ah, da muss es anders heißen. Wie heißt denn das da draußen außerhalb von Berlin? Randbezirk. Ich komme nicht drauf. Jedenfalls haben sie den einen Film gemacht, so einen deutschen Film. Der war ganz gut mit mir. Weiß ich leider auch nicht. Ich erzähle euch Sachen, wovon ihr nichts weiß. Ich drücke mal kurz Enter, nur so aus Spaß mal. Warum steht alles rot? Fahrerlohn. Kraftstoff für Fahrer. Da kommt noch ein dickes Ende auf uns zu, Leute. Da kommt noch ein dickes Ende. Mit dem Thema hier werden wir uns noch beschäftigen. Aber nicht jetzt. Wir müssen ja, glaube ich, irgendwie Fracht fahren. Jetzt läuft auch schon unsere Zeit, oder eigentlich? Ja, wir haben ja angenommen. Mist, jetzt hält, wir haben auch den Auftrag schon angenommen. Wir sind dann schlafen gegangen, oder? Das heißt, die Zeit läuft schon wieder, Leute. Die Zeit läuft schon wieder gegen uns. Immer, unser Film heißt Gegen die Zeit. Ja, gegen die Zeit. Und weil wir keinen Keller haben, haben wir da drinnen, glaube ich, die Leichen versteckt. Bin mir aber nicht sicher. Moment, kurz mal was genießen. Steht da im Weg. Da steht da im Weg. Nee, das, ja, könnte man ein schönes Foto machen, aber nein. Europaletten. Was haben wir noch für Paletten da? Europaletten. Warum rollt denn der jetzt rückwärts? Na? Langsam die Kupplung kommen lassen. Oh, da wird was weggedingsterbumstert. Wollen wir pimpen? Ah ja. Jetzt sind sie da. Jetzt geht es los. Wir müssen ganz ruhig machen. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Es geht wieder los. Es geht schon wieder los. Ganz entspannt fahren wir vom Hof unseren eigenen. Das ist unser eigener, Leute. Überlegt euch das mal. Ganz alleine.
Kollegen sind aber richtig am Ackern, oder? Wenigstens haben wir jetzt wieder einen anständigen Blinker. Der andere Blinker, der hat dieser, der mal so intervallmäßig ganz langsam geht, der hat mich total verrückt. Also das kann ich gar nicht haben. So einen langsamen Blinker, wo man, der kann, ich muss den spüren irgendwie so. Also der muss irgendwie Feedback geben, ja. So. Mach das Getriebe kaputt. Zuppelt der schon wieder? Die Maus, ne? Die Maus will wieder Counter-Strike spielen. Wir wollen aber ETS fahren, nicht Counter-Strike. Counter-Strike. Hör mal, neulich hatte einer was gesagt mit Hotel. Könnten wir uns hier draufstellen? Nur mal so der informationstechnischen halber so. Könnte sein, dass wir auf dem Hotelplatz auch schlafen können. Und wir hätten uns schon mal links einordnen sollen. Haben wir nicht gemacht. Reichsadler. Ich soll darauf antworten. Ich soll darauf antworten. Ich glaube ja, du erzählst aber leider, glaube ich, so ein bisschen, weiß nicht. Kann es sein? Sehr spannend. Ich höre auf jeden Fall, höre ich das schon mal, aber. Jetzt sind wir unterwegs. Ey, diese riesen Dinger da, das ist ja genau tatsächlich wie in Berlin, oder? Wie heißt diese Gegend? Ja, das ist lustig. Ne, ich habe ja das mit den Rotationen und so, habe ich doch ganz gut so gemacht. Ich habe einmal das auf die Dings, dass du so auf die Schnelle gucken kannst, was wir aber meistens nie machen. Also diese Schnelle hier. Und dann habe ich schön, dass man hier geschmeidiger schauen kann, was wir ja meistens sehr viel machen. Ja, dieses Zack, Zack, Zack. Das benutzen wir fast gar nicht. Wäre aber manchmal sehr hilfreich, wenn ich das mal machen würde. Aber irgendwie ist es noch im Kopf nicht angekommen, diese Einstellung, die ich gemacht habe. Ansonsten meistens eher das Geschmeidige so. So wie man ja auch wirklich schauen würde. Also man schaut ja nicht so. Außer du bist Terminator, dann kannst du das. Also, wie gesagt, ich bin ja gerade mal jetzt 16 Tage dabei. Ich denke mal, da können wir ganz geschmeidig mal 5 gerade sein lassen. Schön den Ball schön flach halten und so. So in 2 Jahren, dann können wir mal sehen, wie ich dann fahre. In 2 Jahren. Da werde ich bestimmt dann auch hier und da mal bestimmt richtig fahren, denke ich mal. Aber es geht ja auch nicht nur ums Fahren hier, ja. Bei uns ist ja hier, bei Hypnos World ist ja praktisch der Weg, ist ja das Ziel. Nicht das Ziel. Also nicht auf die Schnelle jetzt Level 100 und zack, zack und gib mal Gas. Das ist hier nicht das Ziel. Sondern in erster Linie steht erstmal Genuss. Also Genuss, nicht Genuss im Sinne von gib mal Gas und fahr mal richtig hier nur immer Landstraße 180. Das nicht. Müssen wir hier rauf? Gut. Schaffen wir noch. Dann schaffen wir die Strecke heute gar nicht, oder? Wir haben ja eine richtige Monsterstrecke vor uns. Wir haben doch ne, haben wir nicht? Wir hatten doch uns schon Dings bestellt, oder? Wir hatten doch schon einen Auftrag, oder nicht? Deswegen meinte ich doch gerade, dass wir eigentlich schon wieder unser Zeitproblem haben. Aber dann wäre jetzt irgendwo hier würde irgendwas blinken. Irgendwas ist hier wieder schon wieder Spanisch und Griechisch und so. Anscheinend nicht. Na, dann nehmen wir jetzt einen Auftrag an. Aber mir war so, als hätten wir haben doch was angeklickt.
Oder? Seid mal ehrlich. Ja. Mensch. Sprich dich aus. Miri, oder? Miri oder so. Sprich dich aus. Lass alles raus. Wir wollen ja auch helfen, ja? Lass alles raus. Lass alles raus. Wir helfen ja auch. Dafür sind wir ja da. Wir versuchen Lösungen zu finden. Sag mal, wir haben noch den Auftrag angegeben. Wer weiß es? Was ist hier eigentlich los gerade? Ich bin ein wenig verwirrt. Aber wir hatten doch den Auftrag. Haben wir doch gemacht mit Berlin klicken und dann haben wir doch da diesen einen Auftrag angenommen. Aber offensichtlich blinkt hier aber nichts, dass wir irgendwo was abholen sollen oder so, oder? Hier ist doch nichts. Das hätten wir schon von Weitem gesehen. Da kommt ja oben das Zeichen und alles. Also irgendwas ist ein bisschen schief gelaufen irgendwie. Dann fahren wir vorne nochmal hin, machen das Spiel nochmal oder wie? Ich bin der Meinung, wir hatten noch den Auftrag angenommen, oder? Bei den Gruppen, Dingens am Anfang der Einfahrt. Ja, das weiß ich ja auch. Aber wir hatten doch den Auftrag angenommen eigentlich. Haben wir doch, Bavarian hat doch den Tipp gegeben oder so. Auf Berlin klicken haben wir ja gemacht und dann haben wir ja uns was ausgesucht und dann haben wir das angenommen. So, theoretisch müsste das jetzt da sein müssen. Na gut, machen wir es nochmal. Wir machen es nochmal. Ja, lass es nochmal machen. Ist ja kein Problem. Genau. So. Dann halt nochmal. Jetzt sieht die Welt aber ganz anders aus. Ganz, ganz böse. Jetzt sieht die Welt ganz böse aus. Aber das war der Auftrag, oder? War er das nicht? Ne, wir hatten ja was mit Dingsbums, ja. Dynamit. Was ist das? Explosive Stoffe. Wie viele Kilometer waren das andere? 1100? 800? 500? Nach wo? Wieder an Polen rein. Polen ist doch gut. Frachtmark anklicken ist Navi zur Ziel. Aha. Nee, im Frachtmarkt anklicken ist Navi's Ziel einstellen. Aha, warte mal. Das ist nochmal kurz was. Ja, was ja bei uns nicht geht. Mit Rechtsklick und so soll man das machen können. Das geht ja irgendwie nicht mit der, weil die irgendwie eine Klatsche weg hat. Aber am Donnerstag kommt ja unsere Titanium-Version und dann hoffentlich. Vielleicht noch nicht, dass wir es vielleicht noch nicht Donnerstag spielen können, aber vielleicht Freitag, vielleicht auch schon Donnerstag und dann ändern sich ja die Welten mit Titanium. Dann ändert sich alles. Alles wird sich ändern, wenn ich proben. Wenn ich proben, wird sich alles ändern. Ich muss meine Stimme schon. Die klingt schon so feminin. Aber ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Ich muss singen, ich muss sprechen. Dann nimm mal das, oder? Wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen. Nimm mal das. Ankommen tun wir zwar nicht mehr, 21:26 Uhr. Nee, wir fahren von drinnen erstmal. Und dann beim Ra wenn wir rausfahren, dann fahren wir wieder, machen wir wieder unseren Special Effect Mode, wie man so schön sagt. Mir bloß nicht den Spiegel ab. Da ist es ja. Fahren wir jetzt doch. Ich dachte, wir fahren nicht Munition. Fahren wir jetzt doch Munition. Mir ist gar nicht so aufgefallen.
Hat Miri alles gesagt? Darauf trinken wir erstmal Energy, oder? Kriegen wir das pro-mäßig hin? Wir müssen also in Erfahrung bringen. Was ist nun besser? Oder wofür was? Ein Zweiachser und ein Dreiachser. Das müssen wir herausfinden. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich, wenn es keiner weiß und uns erklären kann, hier im Livestream im Chat, müssen wir also wieder mal Google fragen. Und Google wird uns wahrscheinlich irgendwo, wenn wir die richtigen Fragen stellen, wird uns Google verraten, wofür braucht man einen Zweiachser, wofür braucht man einen Dreiachser, wo ist da der Unterschied, was ist der tiefere Sinn, gibt es überhaupt einen Sinn, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Jetzt geht's los, Leute. Sprengstoff, Explosivstoffe. Oh, ich wollte gerade sagen, warum fahren wir nicht mit? Warum fährt der alleine los? Jetzt. So, wink noch mal bei dem Pförtner. Die Maus, die ist halt aber wirklich... Warum machst du Stress? Warum stresst du uns so? Dreiachser ist für die bessere Gewichtsverteilung. Deswegen ist er auch für schwerere Frachten geeignet. Wir fahren die Fracht, die wir jetzt, glaube ich, drauf haben. Die ist jetzt nicht so schwer. Da dürfte also der Zweiachser ganz gut eigentlich sein. Mit dem ich aber noch nicht klarkomme, weil ich auf dem Dreiachser gelernt habe. Wie sieht das an? Wie so ein Profi oder so. Ja, ich habe auf dem Dreiachser gelernt. Klar. Jetzt muss ich einen Zweiachser fahren, habe ich keine Ahnung. Klar. Ah, Gott sei Dank, Mensch, Varian, gut, dass du das sagst, Mensch. Ich habe an die Frachtpapiere gar nicht mehr gedacht. Jetzt wären wir fast wieder ohne Frachtpapiere losgefahren. Gut, dass du nochmal schnell ins Büro rein... Ah, wahrscheinlich wegen der Mädchen, ne? Du warst wegen der Mädchen drin. Komm, gib's zu. Du warst wegen der Mädchen drin. Ja, ich sehe sie ja, die lächeln ja jetzt noch. Ja, klar. Wegen der Mädchen wieder. Deswegen hat es so lange gedauert. Deswegen. Verstehe schon. Hauptsache, du hast die Telefonnummer bekommen. Blinken bitte. Fußgänger, Achtung. Wir kommen. Wir gucken mal ganz vorsichtig um die Ecke. Puh. Machen wir wieder bis 22:30 Uhr. Gleich klingelt die YouTube-Uhr. Dann für die YouTuber ist dann Schluss. Wir machen dann noch ein bisschen länger. Dass ich wieder ein bisschen früher vielleicht ins Bett komme. Ich muss, glaube ich, noch jemanden schreiben. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Ich muss noch jemanden mit V anschreiben. Mit einem V fängt dieser jemand an. Diese Person. So, jetzt ein bisschen üben. Mal ein bisschen rechts schauen. Ein bisschen links schauen. Geradeaus, rum. Jetzt fahren wir raus, Leute. Winkt nochmal alle. Jetzt geht's wieder auf die Straße des Lebens. Ich hab doch ausgesagt. Aus! Sitz, Blinker, Sitz! Berlin, mach's gut. Hoffentlich kommen wir wieder zurück. Wir waren ja schon lange nicht mehr in Berlin, Mensch. Da waren wir mal in Berlin, aber leider mit der falschen Farbe hier. Leider. Wir werden geschändet und gequält vom Pink Panther. Der hat uns aber so richtig eingenommen. Komm schon. Gib Gas.
höre ich mich schon an wie die Leute, die mal wollen, dass ich Gas gebe. Gib Gas, fahr, fahr. Das ist wieder eins mit dem Gefälle, ja. Mit dem Gefälle auf die Schnelle. Jetzt elegant in den Sechsten? Ich sagte elegant. Hört er, jetzt kommt Kraft. Kraft. Da könnte man sogar... Ich wusste, habe ich nicht... Ist euch mal aufgefallen? Jedes Mal, wenn ich in der Kurve bin, fängt der Timer an. Das ist, also... Na okay, nicht jedes Mal. Aber wir haben es doch ziemlich oft. Der wartet förmlich darauf. Oder so, keine Ahnung. Ja, Moment. Also für die YouTube-Leute, ja. War schön mit euch. Wir müssen ja leider... Für euch ist Schluss. Aber ihr könnt ja in den Livestream kommen. Moment mal, ich muss den Timer ausmachen. Live machen wir noch weiter. So.